Guten Tag und herzlich willkommen bei fotowissen.eu. Ich möchte mich heute mit dem Thema Fokus-Tacking mit Fujifilm-Kameras auseinandersetzen, was es damit auf sich hat, warum es für die Makrofotografie und Produktfotografie, auch für die Landschaftsfotografie so interessant ist, wie das funktioniert, mit welcher Software Sie das machen können, welche Einstellungen Sie in der Kamera treffen müssen. All das erkläre ich Ihnen heute in diesem kurzen Video. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin engagierter Fotograf, ich bin Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse, auch für Fujifilm-Kameras, und ich berichte über alles, was Fotografie angeht, auf fotowissen.eu und auf YouTube. Auch dieser YouTube-Video wird wieder begleitet von einem Artikel auf fotowissen.eu. Den Artikel habe ich unter dem Video bei YouTube verlinkt. Und ich würde Sie bitten, den auch nochmal anzuschauen, wenn Sie weitere Informationen zu dem Thema möchten. Ich möchte Ihnen heute das Fokus-Tacking erklären. Fangen wir mal mit dem Begriff an. Der kommt natürlich aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Fokussierungsebenen übereinanderlegen. Und warum man das macht, hat einen ganz einfachen Grund. Ganz häufig fotografieren wir in der Makro- und Produktfotografie mal mit 50, 60, 80 oder 100 mm Objektiven, manchmal sogar mit 135 mm Objektiven. Und je näher wir an ein Motiv herangehen, desto kleiner wird die Schärfentiefe. So können wir teilweise selbst mit einer Blende von 22, 16, 22, 32 das Motiv nicht mehr von vorne bis hinten scharf bekommen. Ob das immer erstrebenswert ist, sei dahingestellt. Manchmal wirken Aufnahmen, wo eine kleinere Schärfentiefe zu sehen ist, ja auch stimmungsvoller. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Motive, die man gerne von vorne bis hinten scharf haben möchte. Sie kennen vielleicht diese Aufnahme einer Fliege, wo man die Augen scharf sieht und hinten die Flächen auch immer noch, die Flächenspitzen, Flügelspitzen. Das ist theoretisch mit einem Objektiv nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt zwar die Objektive, die Tilt-Shift-Funktion haben, also mithilfe der Tilt-Funktion eine Schärfeebene ins Bild legen können, aber das ist relativ aufwendig und hilft auch nicht in jedem Falle, in jeden Winkel hinein scharf zu bekommen. Die Alternative nennt sich Fokus-Tacking. Und hier legen wir verschiedene scharfe Ebenen übereinander. Und weil das in einem Makrobereich nicht mehr ganz so einfach ist, hat Fujifilm das unterstützt mit einer Funktion, die man im Menü findet. Wollen wir die zunächst mal einstellen, damit Sie mal sehen, wie das funktioniert. Und zwar finden Sie diese Einstellung in den Aufnahmeeinstellungen, hier in den Drive-Einstellungen. Und dort finden Sie die sogenannten Bracketing-Einstellungen, die wirken, wenn man den Wahlschalter umlegt an der Kamera. Ich zeige Ihnen gleich, wie es geht. Und hier können Sie natürlich verschiedene Bracketing-Systeme auswählen. Wir brauchen dieses Focus-Bracketing hier unten und können jetzt hier auch die Schrittweite einstellen. So, für dieses Objekt hier, für dieses Motiv, die Blume, werden wir wahrscheinlich 50 Aufnahmen brauchen mit einer Schrittweite von 10. Die Schrittweite lässt sich leider nur von 1 bis 10 einstellen. Dann gibt es hier hinten noch ein Intervall, also eine Unterbrechung der Einzelaufnahmen, die ich einfach auf 0 stehen gelassen habe. So, und wenn Sie das jetzt alles eingestellt haben, also nochmal Focus Bracketing hier, und die Einstellungen des Focus Bracketing hier, dann müssen Sie nur noch unter dem ISO-Wahlrad von S auf CL, auf CH, auf BKT stellen. Und BKT bedeutet Bracketing. So, und jetzt macht die Aufnahme ganz viele Aufnahmen hintereinander, die Kamera auch ganz viele Aufnahmen hintereinander, nämlich 50 Stück. Und vorab erkläre ich Ihnen aber mal eben, wie es aussieht, wenn Sie in S fotografieren mit einer Blende 22. Und dazu gehen wir mal hin und stellen dieses Zeiss Tuit Objektiv hier auf den höchsten Blendenwert und werden mal hier irgendwo in der Blume scharf stellen. So, und wenn wir jetzt den Auslöser drücken, sehen wir schon ziemlich gut, wie die Schärfe liegt. Können Sie ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach vorne ziehen.
Vielleicht mal dahin. So, jetzt drücke ich mal ab. Bei der Blende 22 stehen Zeitautomatik, das heißt, die Kamera bringt die Zeit automatisch dazu. Drücke mal einmal ab und wir sehen uns jetzt gleich das Ergebnis an mit der kleinsten Blendenöffnung bei dieser Kamera. Dann werden Sie feststellen, dass trotz der kleinsten Blendenöffnung, die gar nicht so ideal ist, warum, werde ich Ihnen gleich erklären, das Motiv nicht von vorne bis hinten scharf ist. Hier konnten Sie also eben schon sehen, dass es links nicht scharf war. Und jetzt gehen wir mal nach oben rechts, da wo die hinterste Entfernung von dem Motiv ist und die weiteste Entfernung. Und Sie sehen, da ist auch nichts scharf. Also es ist nur partiell scharf, selbst bei Blende 22, und anders bekommt man es jetzt im Moment nicht hin. Ja. Geh nochmal hier nach vorne links ins Bild, da sehen Sie es nochmal. Es ist nicht richtig scharf. So, und jetzt gibt es ein probates Mittel, das zu umgehen, und zwar dieses Focus Bracketing. Ich stelle die Kamera wieder auf Focus Bracketing. Und jetzt suchen wir uns hier vorne links, weil ich weiß, dass da die Anfangsschärfe ist, suchen wir uns den Anfangsschärfepunkt. Den Endpunkt können wir leider kameraintern nicht eingeben, das geht leider nicht. Wir können leider nur schätzen. Das heißt, wir können beim Focus Bracketing nur schätzen, wie viele Aufnahmen wir brauchen, mit welchem Abstand wir sie brauchen. Und das ist so ein bisschen Erfahrungssache. Also ich weiß jetzt ungefähr, dass ich 50 Aufnahmen brauche, um diese Blüte von vorne bis hinten scharf zu bekommen. So, und wenn wir uns die Anfangsschärfpunkt ausgesucht haben, können wir auslösen. Jetzt lösen wir aus und ich versuche mal nicht mehr an den Tisch zu kommen. Und Sie sehen, wie schnell die jetzt abgearbeitet werden, die Aufnahmen. Würde das jetzt eine 500stel Sekunde sein als Verschlusszeit, dann wären die Bilder ganz, ganz schnell im Kasten. Die ersten 38 Bilder, die laufen ganz, ganz schnell. Und dann ist der Speicher voll und es geht ein bisschen langsamer. Aber das Ganze geht wirklich in wenigen Sekunden, ist das passiert. Wenn Sie nur 10 Aufnahmen machen, weil Sie vielleicht ein bisschen weiter weg vom Motiv sind und nicht so einen großen Bereich brauchen, dann geht die Sache auch in einer Sekunde über die Bühne. Also ganz, ganz schnell. So, und jetzt sehen Sie schon, wie die Kamera immer weiter nach hinten scharf gestellt hat. Und jetzt kommt ein goldener Tipp. Kontrollieren Sie das letzte Foto und schauen sich an, ob bei dem letzten Foto die hinterste scharfe Ebene, die Sie haben möchten, auch tatsächlich scharf ist. Das heißt, wir wollen jetzt hier nach oben rechts in diese Blüte hinein, um dort nachzukontrollieren, ob es da hinten scharf ist. So. Und so wie es aussieht, ist das hier nicht mehr scharf. Jetzt gehen wir mal ein paar Bilder nach vorne. So, und jetzt sehen wir halt, dass wir eigentlich mehr Bilder gebraucht hätten, nämlich ungefähr 60 oder 70 gebraucht hätten, um die ganze Schärfentiefe Ebene abzudecken. Gehen wir also hin und müssen, das geht leider nicht anders, hier die Einstellung ändern. Gehen wir auf 70 Aufnahmen, fangen nochmal an, stellen vorne links nochmal sauber scharf. Ich glaube, das reicht uns. Und jetzt machen wir die 70 Aufnahmen, geht los. Ja, dieses Kontrollieren ist sehr wichtig. Sie müssen die letzte Aufnahme kontrollieren, ob dann auch im hintersten Bereich alles scharf ist. Wenn nicht, ist die ganze Sache relativ witzlos und Sie fangen wieder von vorne an. Ich mache dieses Video schon zum dritten Mal, weil ich mich zweimal vertan habe. Die Softwarelösung funktioniert leider nicht so richtig gut. Es gibt ein Plugin für Lightroom, das nennt sich Tether Plugin Pro von Fujifilm. Und das hat bei mir nicht richtig sauber scharf gestellt mit der Fujifilm X-T3. Ob es mit der X-T2 funktioniert, mit einer anderen Kamera funktioniert, kann ich nicht sagen. Mit den GFX-Kameras, da funktioniert es hervorragend, dieses Tethering-Tool. Dazu muss man dann aber auch stationär fotografieren, beziehungsweise man muss einen Rechner an die Kamera anschließen. Und dann kann man den vordersten und den hintersten Schärfepunkt definieren und kann sagen, von hier bis hier sollst du scharf stellen und die Kamera berechnet dann selber, wie viele Aufnahmen sie braucht, um diese Schärfe hinzubekommen, diese Ebenen hinzubekommen. Hier bei dieser Lösung können wir nur raten, dafür ist die aber auch draußen nutzbar,
denn wir brauchen keinen Rechner mitzunehmen. So, letzte Aufnahme. Jetzt sind wir gleich oben rechts. Und wir sehen, es ist scharf bis in die letzte Kante. So, das sind die Aufnahmen davor, die ich jetzt anwähle. Ja, und die werden wahrscheinlich hier weiter vorne scharf sein. Prima, jetzt haben wir also mit 70 Bildern haben wir das erreicht. Und nachher schauen wir uns mal an, wie wir diese 70 Bilder zu einem einzigen Bild verrechnen. Vorher möchte ich Ihnen nochmal ein anderes Beispiel geben mit nicht dem Zeiss Tweed, sondern mit dem Fujifilm Objektiv, mit dem 80 mm Makroobjektiv. Auch bei Anfangsblende 2,8 fängt das Objektiv an, geht dann bis Blende 22. Ich habe den OIS, also den Bildstabilisator, ausgeschaltet, weil wir hier vom Stativ gleich fotografieren. Und dann können Sie mal schauen, wie das mit einem 80 mm Objektiv bei einem Modellauto funktioniert. Ich baue mal um. Ich habe ganz schnell auf diese Hohlkehle, also eine schwarze Pappe mit einem Buch dahinter, das Modellauto gesetzt. Das ist unser Fotowissen-Mobil. Vielleicht kennen Sie es schon. Und dieses Fotowissen-Mobil ist jetzt nicht besonders lang. Das hat vielleicht 8 cm in der Länge und ist vielleicht 6 cm, 7 cm hoch mit der Kamera oben drauf. Auch bei diesem Modell werden Sie jetzt feststellen, dass das nicht mit einer Blende 22 von vorne bis hinten scharf wird. Ich habe jetzt hier mal für alle Experten, die sich gut auskennen, die Schärfe auf das erste Drittel des Objekts gelegt, also vorne kurz vor der Türe. Und wir fotografieren jetzt mal in S, also eine einzelne Aufnahme von diesem Modellauto mit der Blende 22. So, jetzt schauen wir uns das Ergebnis an und gucken mal hinein. Und wir sehen, natürlich ist das hier scharf. Hier sieht das auch recht scharf aus. Aber wenn wir jetzt hier hinten an den Reifen heranreichen, dann sehen wir schon, dass das da nicht mehr richtig scharf ist. Und hinten an der Stoßstange ist es auch schon wirklich nicht mehr richtig scharf. Das heißt, Sie bekommen das auch mit einer Blende 22 nicht richtig von vorne bis hinten scharf. Und jetzt gehen wir hin und machen wir das Fotostacking, helfen uns mit dem Fokus-Stacking, gehen aber hin und legen uns die Schärfe vorne auf den ersten vorderen Punkt dieses Objekts, und zwar auf den Scheinwerfer. Ich zoome mal hinein für Sie, damit Sie mal schauen können. Also, und wenn das Fokus-Peaking hier leuchtet, dann wissen wir, dass das da an der Stelle scharf ist. So, und das ist der vorderste Punkt. Und jetzt können wir das Intervall verändern vom Fokus-Bracketing. Das heißt, wir gehen jetzt hin und stellen auf 10 Bilder. Das reicht uns hier in diesem Falle nach meiner Erfahrung aus. Auch wieder mit dem Abstand von 10. Ich stelle die Kamera wieder um auf das Fokus-Bracketing. Nicht auf das Filmmenü, sondern auf das Fokus-Bracketing. Und kontrolliere nochmal die Schärfe. Ja, sieht noch gut aus. Und jetzt lösen wir einfach mal aus und schauen uns das Ergebnis gemeinsam an. Das müsste jetzt noch relativ schneller gehen, weil es ja nicht 70 Aufnahmen sind, sondern nur 10. Sie sehen, da sind wir ganz schnell mit durch. Und wieder die Kontrolle der letzten Aufnahme. Gucken uns also an, ob, da sehen Sie es schon, es ist hinten scharf. Sehen Sie, da hinten ist es scharf. Und jetzt, wenn ich die Aufnahmen vorher ansehe, dann wandert die Schärfe immer weiter nach vorne, bis vorne zur Lampe. Die erste Aufnahme müsste also hier vorne am schärfsten sein. So, das war die Blende 22. Hier haben wir die Blende 8 und die erste Aufnahme dieser 10er-Reihe. Und Sie sehen, das ist von vorne bis hinten scharf gewesen. Jetzt zeige ich Ihnen mal an einem Rechner, wie man diese Bilder zusammenrechnen kann. Es gibt drei Softwaremöglichkeiten, die ich kenne und gerne nutze. Die eine ist Helikon Focus Pro, funktioniert leider nicht mit der X-T3 zusammen, weil sie die RAW-Files nicht lesen kann. Geht dann aber tatsächlich, wenn man die RAW-Files erst entwickelt, also
als TIFF ausgibt, zum Beispiel funktioniert es auch mit Helicon Focus Pro. Dann gibt es die Software Photoshop, die kennen Sie. Wie es damit geht, zeige ich Ihnen auch. Und wie es damit nicht geht, zeige ich Ihnen auch. Ich habe nämlich bei 50 oder mehr Bildern die Bilder nicht mehr verrechnen können zu einer einzigen scharfen Ebene mit Photoshop und habe dann festgestellt, dass die Software vom Francis Verlag Focus Projects Pro tatsächlich sehr viel besser in der Lage ist, als Photoshop diese Ebenen zu verrechnen und es ist für einen Einmalbetrag zu bekommen. Ich glaube, es kostet etwa 99 Euro. Das erkläre ich Ihnen jetzt gleich am Rechner und dann kämen wir nochmal hierhin zurück und machen ein Fazit zum Thema Focus Stacking. Dann gucken wir uns mal an, wie wir diese Bilder entwickeln können, die wir vorher mit dem Focus Stacking der internen Funktion der Kameras von Fujifilm erstellt haben. Ich habe hier die 70 Bilder von der Ranunkel, die wir in Makro fotografiert haben. Und wenn wir hier durchswitchen, dann sehen Sie, wie sich der Schärfeverlauf ändert, wie der sich nach hinten schiebt. Und natürlich verändert sich tatsächlich auch der Winkel, in dem man schaut. Und das ist gar nicht so einfach für so eine Software auszurechnen. Sie sehen, wie das quasi so ein bisschen reinzoomt. Das liegt allein an der Schärfe, die wir verstellt haben. Das gleiche haben wir hier nochmal für das Auto. Und hier bemerkt man jetzt gleich auch einen kleinen Fehler. Wenn man genau hinschaut, habe ich nämlich hier eine Aufnahme zu wenig gemacht, denn die Schussstange ist nicht ganz scharf, also wir hätten besser 11 oder 12 Bilder gemacht, dann hätten wir das hier auch noch scharf gehabt. Aber für unsere Testreihe hier reicht es uns jetzt. Und jetzt gibt es in Helicon Focus Pro leider nicht die Möglichkeit, die Original-Rohdaten einzulesen. Die Möglichkeit haben Sie in der Software Focus Projects 4 Professional. Da können Sie Rohdaten einlesen. Und selbstverständlich auch in Photoshop können Sie diese einlesen. Fangen wir mal mit Photoshop an und dann zeige ich Ihnen mal, wie das hier funktioniert. Ich starte mal eine Stoppuhr und zeige Ihnen mal, wie jetzt hier in Photoshop vorgegangen wird. Sie gehen auf Skripten, Dateien in Stapel laden, suchen sich die Bilder heraus. Und zwar nehmen wir jetzt hier die Original-Rohdaten. Da müssen Sie hier noch ankreuzen, Quellbilder nach Möglichkeit automatisch ausrichten, gehen auf OK und jetzt erstellt Photoshop Ebenen, die übereinander liegen, also genau dieses Stacking, dieses Übereinanderlegen. Und Sie sehen schon, das beginnt jetzt hier mit der letzten Aufnahme. So, der ganze Prozess ist also etwa nach einer Minute erledigt. Und ich ziehe Ihnen mal die Ebenen hier rein, damit Sie mal was sehen können. Hier sind also die Ebenen zu sehen, die übereinander liegen. Und jetzt müssen wir hier mal stoppen, denn das ist ungefähr eine Minute gewesen. Dann gehen wir wieder in Photoshop zurück. Und jetzt müssen wir hier alle Ebenen anwählen. Und dann sagen wir Bearbeiten, Ebenen. Entschuldigung, automatisch überblenden und hier kann man ruhig das ankreuzen. Fertig ist der Lack und jetzt heißt es wieder ein bisschen warten. Gut, und dann hatten wir also in etwa 40 Sekunden ein Ergebnis und dieses Ergebnis sieht jetzt so aus, dass der sich hier in Photoshop Ebenen erstellt hat mit einer Ebenenmaske und diese Ebenenmasken, die wählen dann genau den Teil aus, der am schärfsten ist und so wird das Ganze wie ein Puzzle zusammengesetzt. Sie sehen, die scharfe Ebene wandert jetzt nach hinten und hier ist dann der Rest vom Bild. So, und zusammengesetzt ist das dann ein scharfes Ergebnis, wo Sie von vorne bis hinten alles knackscharf haben. Hier haben wir ein Bild zu wenig gehabt. Dieses Ergebnis ist durchaus vergleichbar mit den anderen Ergebnissen der anderen Softwaren, aber
Jetzt kommt der Punkt. Als ich hier versucht habe, 70 Bilder mit Photoshop übereinander zu legen, hat das in Photoshop nicht funktioniert. Ob das mein Unvermögen war oder die Rechenleistung überfordert hat, kann ich nicht sagen. Also Photoshop hat mir bei den 70 Bildern oder auch bei 50 Bildern nicht weitergeholfen. Das kann ich Ihnen verraten. Jetzt können Sie hier die Datei abspeichern, sagen Speichern unter. Und dann ist das Ergebnis hier zum Beispiel vorhanden. Da habe ich es schon mal abgespeichert. Jetzt schließen wir mal Photoshop und schauen uns das Ganze mal in Focus Projects 4 an. Auch dort können wir Rohdaten importieren. Muss man eben die Rohdaten von der Festplatte holen. Die schieben Sie hier einfach drauf. Und jetzt warten wir wieder einen kleinen Moment. Jetzt haben wir hier nach unter einer Minute bereits ein fertiges Ergebnis, könnten uns hier noch sämtliche verschiedenen Varianten aussuchen. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel natürlich mit einer Aura draus erzeugen. Die ganze Software erlaubt jetzt noch die Bildbearbeitung. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinne. Ich würde die Bilder immer in Lightroom entwickeln und dann hier nur zusammenfügen. Aber Sie haben gesehen, das Ergebnis ist tadellos und funktioniert noch schneller als in Photoshop. Wir können ja mal reinzoomen. So, und hier sehen Sie halt das Ergebnis. Wir gucken uns das gleich nochmal in Lightroom genau an. Was Sie hier machen können, um zum Beispiel das Bild nicht mehr bearbeiten zu müssen, das ginge hier zum Beispiel in dem RAW-Modul. Hier könnten wir also alle Einstellungen vornehmen, die wir im Prinzip auch in Lightroom vornehmen können. Aber warum sollte man hier diese Software neu lernen? Ich nutze die halt nur zum Zusammenfügen. Deswegen verwerfe ich jetzt dieses Ergebnis und ich habe bereits die TIFF-Dateien draufgelegt, die fertig bearbeitet sind. Ich habe 16-Bit-TIFF-Dateien erzeugt mit Lightroom und wenn man die erzeugt, dann nutzt man quasi Focus Projects nur noch für das Zusammenfügen. Ich habe hier ein bisschen zu kurz gewartet. So, und jetzt stellen wir halt fest, dass das wirklich rasend schnell gewesen ist, wie die Software das zusammengerechnet hat. Ein tolles Ergebnis. Hier kann man das Ergebnisbild speichern und dann kommt auch der Dialog, wo ich es hinlegen möchte. Auch das habe ich schon mal gemacht. Sind wir fertig hier, können die Software beenden. Und last but not least fehlt uns jetzt noch Helikon Focus Pro. Von dieser Software gibt es zwei verschiedene Ausführungen. Einmal das Remote. Die Remote-Software, die steuert eine Canon- oder Nikon-Kamera softwaretechnisch über ein Tethering, also über die Verbindung, Kabelverbindung zwischen Rechner und Kamera. Und man kann dann den Anfangspunkt der Schärfe angeben, den Endpunkt der Schärfe angeben. Die Software löst die Kamera aus, verstellt die Schärfe entsprechend und nimmt alle Aufnahmen in der entsprechenden Anzahl auf. Diese Möglichkeit gibt es für Fujifilm-Kameras nicht. Dafür haben wir jetzt hier wieder die Möglichkeit, unsere TIFFs draufzuziehen. Und wir haben hier drei Methoden, Methode A, B und C. Und ich nehme immer die Methode B und jetzt rendern wir das Ganze mal. Ich versuche mal die Stopwatch hier mitlaufen zu lassen. Hier unten sehen Sie schon, wie das Ergebnis angefangen wird zu berechnen. Was Sie hier sehen, sind so Tiefenabbilder der Schärfenebenen.
So, da sind wir auch ungefähr bei einer Minute Rechenzeit und dann ist das Ergebnis fertig. Das kann man jetzt abspeichern. Hier sind jetzt die Ergebnisse. Ich habe Ihnen den Speichervorgang mal erspart. Und zwar haben wir hier das Ergebnis von Helikon Focus Pro. Und es ist nicht wirklich überraschend, dass alle drei zu einem hervorragenden Ergebnis kommen. Hier haben wir das Ergebnis mit Focus Projects 4 Professional. Auch das ist knackscharf und hervorragend berechnet. Und dann haben wir das Ergebnis mit Photoshop. Oh, und da unterscheidet sich nicht wirklich was. Der Ausschnitt unterscheidet sich von allen dreien. Schauen Sie mal. Die sind alle drei ein ganz kleines bisschen anders beschnitten. Das ist der einzige Unterschied, den ich hier feststellen konnte. So, und jetzt machen wir im Zeitraffer nochmal eben das Ergebnis der 70 Aufnahmen von der Ranunkel, damit Sie das nochmal sehen können und damit Sie nochmal ein Ergebnis davon sehen können. Ich würde sagen, diese Berechnungszeit, die war sensationell und kann sich sehen lassen. Ich persönlich arbeite in dieser Software Focus Projects 4 Professional am liebsten, am allerliebsten mit den TIFF-Daten, damit ich mich um die Entwicklung der Bilder in Lightroom kümmern kann. Denn warum soll ich hier diese Software nochmal neu erlernen? Aber sie hat halt alle Möglichkeiten. Sie können sich auch Varianten von Bildern erstellen und sie ist nicht wirklich teuer, vor allen Dingen hat sie keinen Mietpreis. Sie erwerben sie einmalig und kostet, glaube ich, um die 99 Euro. Letztlich kann man ja tatsächlich die TIFF-Dateien hinterher wieder wegschmeißen. Die braucht man wirklich nur zu kurzen Berechnungen, also als Zwischenschritt für das endgültige Ergebnis. Ja, und das müsste man jetzt hier vielleicht nochmal nachschärfen, wenn man wollte, könnte man das nochmal tun. Aber wir sind ja jetzt hier auch schon in einer 100% Auflösung und das sieht schön scharf aus. Also die Ergebnisse mit Focus Projects 4 Professional sind sehr ansehnlich, mir gefallen die sehr gut. Und Sie müssen selber entscheiden, welche Software Sie nutzen. Wenn Sie natürlich Photoshop schon haben, dann würde ich vielleicht auch Photoshop nutzen dafür, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die dieses Adobe Meet-System nicht mögen und sich da abgewendet haben. Vielleicht arbeiten Sie auch noch mit Lightroom Nummer 6, Version 6. Und da könnte man dann auf die Idee kommen, Helikon Focus Pro zu nutzen oder Francis Focus Projects 4 Professional zu nutzen. Bei mir hat hier in Photoshop die Entwicklung der 70 Dateien weder im Rohdatenformat noch im TIFF-Format in Photoshop funktioniert. Aber Sie können es ja mal selber ausprobieren und werden sehen, ob Sie zu einem Ergebnis kommen. Ich wollte Ihnen nur die Möglichkeiten vorstellen. Die habe ich Ihnen hier gezeigt. Was mich persönlich ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich hier in der letzten Aufnahme vielleicht noch mal eine hätte machen müssen, um die Stoßstange etwas schärfer zu haben. Das sind so Anfängerfehler, die man macht, wenn man das nicht so häufig macht, einfach zweimal weiterlaufen lassen, ein paar Bilder hinten dran hängen, der Sicherheit halber. Auf dem Monitor ist das eh nicht sehr gut zu sehen, auf dem Display einer Kamera ist es nicht wirklich gut zu sehen, ob was richtig scharf ist. Schauen Sie am besten durch den Sucher in der optimalen Vergrößerung, dann kann man das im Sucher erkennen. Jetzt hätte ich doch beinahe noch was vergessen. Ganz interessant ist nämlich mal zu vergleichen, die Aufnahmen, die gesteckt sind, mit der Aufnahme, die mit Blende 22 fotografiert wurde. Und die schauen wir uns jetzt nämlich mal an. Links ist die Blende 22, rechts ist das gesteckte Ergebnis. Und da zoomen wir jetzt mal rein. Und Sie sehen ganz deutlich, wie die Schärfe mit der Blende 22 abfällt. Und selbst wenn ich diese Aufnahme jetzt nachschärfe,
werden Sie feststellen, dass es tatsächlich immer noch nicht so scharf ist wie das Ergebnis, was Sie durch das Fotostacking erhalten haben. Gucken wir uns das mal genau an. Jetzt gehen wir mal hier hinten auf den Reifen. Da sehen Sie also einen deutlichen Unterschied. Und hier oben, da wo es tatsächlich auch bei der Blende 22 scharf war, da sehen Sie doch deutliche Unterschiede. Ich hoffe, dass man das bei YouTube gut sehen kann. Und jetzt gebe ich zurück ins Atelier zu dem Fazit. Nachdem wir uns jetzt die Aufnahmen am Rechner angesehen haben und gesehen haben, wie das mit der Schärfe von vorne bis hinten funktioniert, zum Beispiel bei einer Blüte oder bei einem Modellauto oder bei anderen kleinen Dingen, müssen wir noch mal eben auf das Thema Landschaftsfotografie eingehen. Auch in der Landschaftsfotografie kann das nötig sein, etwas näher heranzukommen. Also man nimmt ja in der Landschaftsfotografie gerne auch Vordergrundmotive mit ins Bild auf. Und wenn Sie da mit einem 35 mm Objektiv fotografieren, werden Sie selbst bei Blende 16 nicht weiter als von unendlich bis 2 Meter kommen. Wenn Sie aber in einem halben Meter Abstand eine Kastanie im Vordergrund liegen haben, dann müssen Sie auch dort Fokus decken. Und das ist ganz einfach. Sie machen einfach 5 Aufnahmen, die erste auf dem vordersten Punkt und dann gehen Sie weiter nach hinten bis ins Unendliche. Und diese 5 Aufnahmen können Sie auch wieder mit einer Software wie der vom Francis Verlag Focus Stacking Pro zusammen rechnen. Focus Projects Pro heißt das, Entschuldigung. Focus Projects Pro können Sie die zusammenrechnen. Sie können auch Helicon Focus Pro oder Photoshop nehmen, um die zusammenzurechnen, Photoshop CC. Und bekommen ein wirklich richtig knackiges, scharfes Bild von vorne bis hinten, eine Landschaftsaufnahme, die sehr, sehr gut wirkt durch die Schärfe von vorne bis hinten. Das ist ein probates Mittel auch in der Landschaftsfotografie. Vielleicht mache ich dazu noch mal ein eigenes Video, damit Sie mal sehen, wie es funktioniert. Aber jetzt können Sie sich das sicherlich schon sehr gut vorstellen und dieses Focus Bracketing intern in der Kamera funktioniert wirklich sehr gut. Man muss nur ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Aufnahmen man machen muss und die letzte Aufnahme unbedingt kontrollieren, ob die auch auf dem hintersten Punkt scharf ist. Sprich, man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie man das einstellt, das Focus Bracketing. Einfacher ist es zum Beispiel mit den GFX-Modellen, also mit den Mittelformatmodellen von Fujifilm. Da hat das sehr gut funktioniert. In Lightroom mit dem Tethering Tool Pro von Fujifilm. Tethering, ich komme nicht drauf, Entschuldigung. Dieses kleine Plugin für, ich glaube, 80 Euro, was man kaufen kann, das funktioniert hervorragend mit der GFX. Und da kann man mit einem Picker den ersten Schärfepunkt und den letzten Schärfepunkt angeben und kann sagen, okay, Kamera, rechne mir aus, wie viele Bilder du brauchst bei Blende 8 bis da hinten. Und dann macht die 15 Aufnahmen die Kamera ganz automatisch und überträgt das sofort auf den Rechner in Lightroom. Und Sie können es dann hinterher, wie gesagt, wieder in den 3 Software-Methoden Helicon Focus Pro, Photoshop CC oder in Francis Focus Projects können Sie es zusammenrechnen und bekommen eine scharfe Aufnahme. Das hat im Studio oder am Rechner macht das Sinn, wenn man Produktfotos macht, wenn man ein Stillleben fotografiert, wie den Blumenstrauß, den wir eben hatten. Aber wenn man jetzt draußen Makrofotos machen möchte oder Landschaftsfotos machen möchte, dann kann es sehr gut sein, dass Sie mit dem internen Fokus-Stacking besser zurechtkommen oder dass Sie zum Beispiel in der Landschaftsaufnahme 5 Aufnahmen von Hand machen und den Fokuspunkt auf 50 cm, 70 cm, 1,30 m, 5 m und unendlich einstellen und diese 5 Aufnahmen dann später zusammenrechnen. Ja, das ist kurz gesagt der Trick, den es da gibt, um knackscharfe Bilder von vorne bis hinten zu bekommen. Probieren Sie es mal aus. Ich glaube, es wird Ihnen ganz, ganz viel Spaß machen. Mit den Fujifilm-Kameras ist das ganz einfach. Es gibt noch andere Kameras, die das können. Ich glaube, Panasonic kann es auch. Ob Olympus das kann, weiß ich nicht, bin ich gar nicht informiert. Und bei Canon und Nikon kann man also Helicon Focus Pro benutzen, um dieses Focus Stacking zu nutzen. Dazu muss man dann allerdings auch irgendeine
eine Verbindung herstellen. Diese Verbindung, die Sie hier gesehen haben, die brauchten wir heute eigentlich nicht. Die ist nur dazu da gewesen, damit Sie durch den Sucher der Kamera sehen konnten. Also das ist jetzt kein Tethering, keine Fernsteuerung der Kamera gewesen. Habe ich nur gemacht, damit Sie zuschauen können, wie die Kamera fotografiert, wie sie eingestellt wird. Und draußen im Feld, da ist das mit Canon und Nikon nicht mehr ganz so einfach, weil die kein eingebautes Fokus-Stacking haben in der Kamera, so wie die Fujifilm-Kamera. Da kann man natürlich auch ein Notebook mitnehmen und dann dieses Helicon Focus Pro nutzen, eine hervorragende Software für diese Zwecke. Gut, ich hoffe, es hat Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja, tun Sie mir doch einen großen Gefallen, schreiben mal Ihre eigenen Erfahrungen in die Kommentare, schreiben Sie Ihre Fragen in die Kommentare, ich beantworte die gerne. Und geben Sie einen Daumen nach oben bei YouTube, abonnieren Sie bitte den Kanal, damit Sie immer laufend informiert werden über alles Neue, was ich Ihnen aus der Fotografie berichte. Schauen Sie mal in den Bericht auf fotowissen.eu, wenn Sie mehr, wenn Sie tiefer lesen möchten zu diesem Thema. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Artikel zum Thema Makrofotografie. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen tolle Fotos, tolle scharfe Fotos mit dem Fokus-Stacking, viele schöne Experimente damit und ganz tolles Licht. Bitte abonnieren Sie den Kanal. Ihr Peter Roskoten. Auf Wiedersehen.